Hey! Herzlich willkommen hier im alten Pfandhaus in Köln. Hey! Wahnsinn! Dankeschön, vielen Dank! Dankeschön, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stand-Up 3000 auf Comedy Central, dem Sender hinter Bibel-TV. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir haben natürlich wieder drei Comedians hier. Und natürlich haben wir wieder ein Oberthema, an dem sich die drei Comedians halten müssen. Ja, ja, das wird hier sehr stark überprüft mit der Peitsche. Ja? Unser Thema lautet diesmal Sohn meiner Mutter. Oder wie wir in Bayern sagen würden vollständigerweise, der Sohn meiner Mutter ist mein Onkel. Ja, das gefällt ihm. Ja, das ist halt die erste Sache, die einem sofort einfällt, weil es geht um die Familienkonflikte, Alter. Ne? Wie hält man die Familie im Griff? Das war ja bei uns genauso. Ja? Wir waren drei Kinder, meine beiden Schwestern und ich. Ey, und da ist es Chaos, da ist es Stress, da muss man kontrollieren, weil jede Familie hat eine Drecksau, die irgendwie Nahrung in den Anus seiner Schwester steckt. Es ist immer so. Das war too much information gerade, glaube ich, oder? Ja. Das war ein bisschen gefährlich. Das war auch kein wirklicher Gag. Ich wollte einfach nur Anus während einer Moderation mal sagen. Das war der einzige Grund. Ein großer TV-Moment im Jahr 2020. Wir konnten dem alle beiwohnen. Alter! Dass es dafür Applaus gibt, finde ich leider gut. Das finde ich sehr gut. Wir haben natürlich sensationelle Comedians wieder hier. Mein erster Kollege, der musste sich auch den Weg erst freikämpfen. Er war nämlich vorher, bevor er Comedy gemacht hat, war er Herrenausstatter. Ja, ja, ja. Und er hat mich auch beraten. Und ihr seht, er hat mich ignoriert. Und er ist sensationell. Ich mag ihn wahnsinnig. Ich bin auch froh, dass er heute Abend hier ist. Einen ganz großen Applaus für den wunderbaren Benny Stark. Wow, vielen Dank. Leute, vielen Dank. Es ist interessant zu sehen, wer als erstes aufhört zu klatschen. Das ist geil. Du guckst in die Runde und die ersten so, halt's Maul, Arsch, fang an, ich hab bezahlt. Okay. Ihr Lieben, sehr geil, euch zu sehen. Ich sag euch warum. Schon mal Autokino gemacht als Zuschauer? Autokino? Musst du auch nicht. Ey, als Comedian die letzten paar Monate, es war krass, du stehst vor Autos. Und je nach Wohngebiet dürfen die nicht hupen. Du sprichst mit Autos, die dürfen nicht hupen. Ist kein Scheiß. Das Maximale, das höchste der Gefühle ist eine Lichthupe. Eine Lichthupe. Und dann gibt es immer so Experten von den Kollegen, die sagen dann auf der Bühne, hey, und jetzt machen wir mal alle die Scheibenwischer in eine Richtung. Nein, mach es nicht, weil dann geht es nämlich los. Jeder Opel Corsa vorne, rechts nochmal von vorne, das ist scheiße. Einmal hatten wir ein Auto, das hat 4 Minuten durchgehupt. 4 Minuten, erste Reihe. Ja, hör auf, du Spacken! Das war meine Mutter, das wusste ich gar nicht. Aber. Ja, es ist, tut mir ja auch leid. Mama, ich liebe dich. Es gibt diese Menschen, die sind wichtig im Unternehmen, denn ich habe im Textiljob gearbeitet und das ist krass. Wir haben um 10 Uhr aufgemacht, 10 Uhr, 5 Minuten später, ich stehe in der Abteilung mit meinem Kollegen und spreche über das Wochenende. Kennst ja, Standard. Was hast du gesoffen, wie war's, wen hast du, wunderbar. Und dann kommt sie aus dem Büro und das Geile ist, die haben ein Büro, das ist größer als dein Zimmer sein wird. Wenn sie eine Idee haben, steigt Rauch auf und die kommen auf dich zu, mitten im Verkauf. Die kommt so auf mich zu, ich rede mit meinem Kollegen, ich komme so, Herr Stark, eine Sache, da vorne stehen Kunden, Sie stehen hier. Ich sag, was soll ich machen? Soll ich winken? Oder ich weiß. Na, du lernst ja 3 Jahre kaufen und weißt gar nicht in der Prüfung, worum geht's, bis einer sagt, ey, Kundschaft. Und Leute, das ist krass, die haben nur so Floskeln. Mein Kollege Ali aus dem Iran, ne, der war 4 Wochen im Unternehmen, Supermann. Der sollte einen Tisch belegen mit Ware, so Superdry-Klamotten, kennt ihr, oder? So Hoodies mit super bunter Aufschrift. Ja, guck mal, hier, na, Chef. Geil, einen 10er gibt's später, danke, dass du dich da hingesetzt hast. Aber das ist geil, der sollte dich so belegen und legt da 5 Pullover hin, 5 Farben. Du denkst, ja, geil, High Five, Wochenende. Hat 2,5 Minuten gedauert. Jetzt kommt die Chefin wieder aus ihrem Büro. Eine Sache, die Herren, aber der Tisch ist ein bisschen unruhig. Ein Tisch. Mit Pullover. Ist unruhig. Jetzt nimmt sie aus der gleichen Kollektion eine Jogginghose in die Mitte der Pullover und sagt allen Ernstes zu uns beiden, jetzt ist ruhiger. Und wie oft war es so? Wenn ich frei hatte, ruft Ali unter Panik an. Benny! Ich sag, Ali, was ist? Du klingst panisch! Und er ganz völlig aufgelöst. Die Pullover tanzt auf dem Tisch! Ich sag, Ali, schnell, hast du einen Jogger? Ja! Jetzt ist er durch den ganzen Laden gerannt. Weg da, ich brauch einen Jogger! Hat er einen Jogger genommen, ist zum Pullovertisch hingelegt. Jetzt ist Ruhe! Also wenn ihr euch mal, ja, wenn ihr euch mal dahin schleicht,
Mach das. Ey, du hast ja gar keine Chance. Die Pullover, die sind so nach Feierabend, sind sie so. Fick dich, ich mach, was ich will. Und das ist krass. Das sind wichtig, dass es die Leute gibt. Denn ich habe auch mal die Jackenabteilung umbaut, ne? Muss ich umbauen, muss ich ja für Kunden machen, visuell, dass das gut aussieht. Jetzt kommt sie wieder aus ihrem Büro. Herr Stark, die Jackenabteilung gefällt mir richtig gut. Der Aufbau wirkt so harmonisch. So können sich die Abteilungen gegenseitig befruchten. Ey, da ruft ein Kollege aus der anderen Filiale an. Und Stark, wie ist es? Ich sage, hier wird gebumst, das glaubst du nicht. Das ist krass. Und da lobe ich mir das Verhältnis zu meinem ehemaligen Abteilungsleiter. Wie soll ich sagen? Fachlich, hier. Aber menschlich, ganz weit oben. Mit denen konntest du richtig Spaß haben. Und der war noch so einer, weißt du, wir haben so viel mit Skandinavien zu tun gehabt. Und jetzt kommt ein Pärchen aus Schweden, ist kein Scheiß. Die kommen auf ihn zu, ich stehe im zweiten Layer daneben und denke, geil, Business-Englisch, ziehe ich meinen Hut. Mal gucken, was kommt. Mach einen Meter nach hinten, er steht da, die kommen auf ihn zu. Sorry, sir, we're searching for a nice suit, can you help us? Und mein Chef, 25 Jahre im Unternehmen. Nö. Und ich sage, geil, kommt da noch mehr? Und das kam nichts mehr. Und das meinte ich so einfühlsam. Nicht? Wenn Leute geklaut haben, war er für die da. Wir hatten mal Jonas, der hatte eine Mutprobe hinter sich. Der sollte den Ledergürtel klauen, von seiner Gang aus. Jetzt wurde der erwischt. Vom Detektiv. Jetzt kommt mein Chef hinter die Kulisse und sagt, Alter, wenn du schon so doof bist und klaust, warum nimmst du nicht den Hochpreisigen? Wisst ihr, was er sagt? Jonas mit 16 war mir zu teuer. Ja, das sind... Aber mein Chef ist geil. Aber das ist geil, wir haben Pustekuchen gespielt, wer hat mitgespielt, das müssen wir machen. Mein Chef, seine Frau, seine Tochter, der leise Fuchs aus dem Kindergarten, wenn der kommt immer, pst. Und das Coole ist, jetzt ist es so bei einigen Leuten, wenn die unter Anstrengung pusten, zirkuliert die Luft dahin, wo sie nicht rauskommen soll. Und wer war dran mit Pusten? Mein Chef. Auf alle Viere, unten mit 45, fängt er an. Irgendwann hörst du. Und die Kleine mit solchen Augen, oh, leise Fuchs, ich sag, Stinkefuchs. So, danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank, danke schön. Danke dir. Vielen Dank, Maxi. Benny Stark. Großer Applaus, Benny Stark, ladies and gentlemen. Wahnsinn, ein Gladiator. Nach wie vor das Thema Sohn meiner Mutter, Familie ist das Thema nach wie vor. Und Familie ist jetzt ja auch gerade schwierig, weil wir alle mit den Aha-Regeln leben müssen. Ja, Abstand, Hygiene, Anus. Und einmal wollte ich es nochmal sagen, einmal wollte ich es nochmal bringen. Und ich finde es so toll, dass wir diese Sendung hier machen dürfen in dieser Zeit. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir auch hier Kollegen ansagen dürfen und präsentieren dürfen, die man noch nicht kennt, aber sehr bald kennen wird. Und manchmal, wenn wir ganz großes Glück haben, schaut auch manchmal eine Comedy-Legende vom Olymp herab. Er ist immer noch genauso schlagfertig wie damals. Ein Riesenapplaus für einen meiner Favorites, der wunderbare Ingo Appelt. Das ist doch mal eine nette Ankündigung. Der Maxi, süß ist er. Ja, freu mich, dankeschön. Ihr seht auch so geil aus mit den Masken. Das muss ich echt mal sagen. Es ist echt toll, oder? Wie gefällt dir das? Ich hasse das. Weil, wenn ich mit Maske, weil dann sagen sie, guck mal, da wirst du nicht erkannt. Doch, ich will ja erkannt werden. Wozu mache ich die Scheiße denn? Stand ich neulich im Supermarkt. Da hat mich einer gesagt, guck mal, das ist Ingo Appelt, der ist Ingo Appelt. Und da dachte einer, wer? Das ist Ingo. Nee, so fett ist der nicht. So sind die Zeiten, ändern sich, ne? Aber heute bin ich hier, weil das ist das Thema Mutti. Also geht ja. Ich war Muttersöhnchen, deswegen war ich das größte Arschloch der Welt. Ne? Das, ja, ist ja so. Wenn man so verwöhnt ist, also ein verwöhnter Hurensohn ist wie ich, das ist ja, die Beziehung zur Mutter prägt dich ja dein Leben. Jungs, ihr wisst es alle, das Lieblingskind ist immer die größte Drecksau, weil verwöhnt. Es gibt im Prinzip zwei Sorten Männer. Das eine ist Mann-Abteilung Kindergeburtstag, der sitzt sein ganzes Leben auf dem Glücksstühlchen und wartet, dass man ihm Honig ums Maul, dass man ihn verwöhnt, ne, dass man ihm die Eier kraut. Das sind die Typen, die sich einen blasen lassen und sagen, und wie war ich? Das sind genau diese Arschlöcher. So, dann gibt es noch die Abteilung. Zweite Abteilung ist Männer Muttertag. Das sind die Jungs, die ihrer Mutter Frühstück bringen, weißt du, die netten, die, so wie ich. Weißt du, ich bin auch so einer und ich mache das auch mit meiner Frau, deswegen, das prägt mich auch. Meine Frau hat im Prinzip jeden Tag Muttertag. Jeden Tag bringe ich ihr das Frühstück. Ich stehe eine Stunde früher auf, Freunde, hört genau hin. Ich stehe eine Stunde früher auf, mach das nackt in der Küche. Das Auge isst mit. Ja, und
dann bringe ich das Tablett, ja, und dann ein Brötchen drauf, Blumen, schön, weißt du? Dann sieht die mich schon, wacht gerade so auf. Die sieht natürlich aus wie ein überfahrener Maulwurf. Das sag ich ihr natürlich nicht, sondern ich komme so, ach Schatz, du siehst jetzt schon hinreißend mit meinem Tablett. Tolle, deine Augen funkeln wie Sterne am Firmament. Diamanten gleich funkeln sie durch die Finsternis und weisen mir den Weg direkt in dein Herz. Du hast Frühstück, lass es dir schmecken, ich liebe Kleinigkeiten. Wisst ihr, nur wirklich Kleinigkeiten, um mal den Tag positiv zu... Ja, ich merke, die Männer eher so... Arschloch Appel, ey. Erzählst du eine Scheiße, ey. Verräter früher mit dem Fickenschild rumlaufen und jetzt hier der Arschkriecher für eine Frau. Nee, Jungs, wir müssen gucken, wir sind überflüssig wie ein Kropf, das ist das Problem. Wir müssen gucken, dass wir zu Hause noch überhaupt eine Bedeutung haben. Es ist so, wie Frauen immer sagen, wozu braucht eine Frau einen Mann, weil Vibratoren nicht Rasen mähen können. Und das stimmt, wir leben im digitalen Zeitalter, die können das. Bestell im Internet so ein Gerät bei ice.de, da kommt dann, es rappelt im Karton, dong, 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 so ein Gerät, so groß. Das holst du raus, das brummt los, das wischt erstmal nass durch. Ja, dann guckst im Kühlschrank, ob genug Bier da ist. Und dann schleicht es sich an die Frau und sagt, mein Name ist Ficky Feuchtmann, wie kann ich es dir besorgen? Weißt du, so. Ja, das ist die Technik. Wenn du nicht mit der Frau redest, dann macht das irgendwann nur noch Alexa und Siri, Freunde. Wir werden wegdigitalisiert. Wir werden ersetzt. Ja, ist so. Nico, hör mal Radio. Habt ihr schon mal Radio gehört? Ein Gejaule im Radio. Das Leben ist, weil du das so willst. Weil ihr nicht nett mit euren Frauen redet, haben wir diese Ersatzdienstleister im Radio. Ist doch so. Nur Gejaule und diese Single-Songwriter. Nee, die ganze... Was lief denn früher im Radio? Wisst ihr nicht, ne? Früher, so Roland Kaiser. Ne, sieben Fässer Wein können uns nicht gefährlich sein, diese Sau. Kennt ihr die noch? Roland Kaiser. Was hat der gesungen? Südlich von dir. Da wäre heute auf dem Index. Südlich von dir. Ja, was soll das denn sein? Hast du eine Idee? Was ist denn südlich? Ich guck gar nicht hin, aber... Nee, man hat, ja, ist das so. Ist das so. Fand ich auch immer gut. Santa Maria, nachts an deinen schneeweißen Stränden hielt ich ihre Jugend in den Händen. Er hielt die Jugend in den Händen. Was wird denn das gewesen sein? Hast du eine Idee? Sag nix, ich weiß Bescheid. Nee, nur diese Sauerei. Nee, Vater Abraham, könnt ihr noch erinnern, die Schlümpfe? Nee, sag mal, von wo kommt ihr denn her? Aus Schlumpfhausen. Kennt ihr noch? Das würde heute nicht mehr gehen. Dann wird Vater Abraham kommen und sagen, nee, sag mal, von wo kommt ihr denn? Von der Polizei kommen wir hier, du Pedo, Albert, Opa. Finger weg vom Flötenschlumpf. Weißt du, so wird das heute gehen. Ja, das ist so. Stattdessen, was läuft im Radio? Mein Herz schlägt nicht mehr zusammen. Sie schlagen nicht mehr wie eins. Vielleicht müssen und wenn sie tanzt, ist sie, du bist vom selben Stern. Ich kann, ich bin doch geile Maschine. Und die Chöre singen für dich. Was ist denn da los, Freunde? Nur weil ihr die Fresse nicht aufkriegt, müssen wir uns diese ganze, müssen wir uns das anhören. Mark Foster, die ganze, ja. Wie soll ich sagen? Ich sag immer, die musikalische Resterampe von Xavier Naidoo, kennt ihr den? Der Reichsbürger, das ist auch so ein Schwachsinn. Der ist kein Reichsbürger, der ist Kiffer. Der hat mit seinem Freund Bürger Lars Dietrich, die haben zusammen gekifft, die haben sich einen Joint nach dem anderen reingezogen. Und irgendwann sagt Bürger Lars Dietrich, oh, Xavier, willst du noch einen Joint? Er so, mir Reichsbürger. Und zack, ne, entstehen solche Gerüchte. Ich mag ihn. Der macht tolle Lieder. Ich sag immer, the Godfather of Eierstock Vibration. Er ist im Prinzip der geistige Bruder von Ficky Feuchtmann. Ist ganz klar. Der ist, ja, das war das tollste Lied. Das tollste Lieber, ne? Sie ist nicht von dieser Welt, die Liebe, die mich am Leben hält. Guck mal, die kriegt schon feuchte Augen. Wenn sie das sagt, ja. Millionen von Frauen haben die Platte gekauft, woher kennt er mich? Weißt du, Männer sind dann beleidigt, sagen, der meint dich gar nicht, hör doch mal hin. Doch, der meint mich, nein, da! Ja, schon Streit. Kollegen, wir sind Dienstleister. Wenn die Frau möchte angebetet werden, also machen wir das. Ist das okay, Jungs? Weil eigentlich sind Männer diejenigen, die vergöttert werden wollen. Stimmt's, Jungs? Wollt ihr vergöttert werden? Ja. Und werdet ihr vergöttert? Nein. Die Mama hat's noch gemacht. Nee, und das ist genau das Ding. Die hat diese unendliche Mutterliebe. Und die macht die Männer zu Arschlöchern. Ganz oft, ne, diese kleinen Drecksäcke. Weißt du, die Mutter, das stärkste Wesen im Universum, ist doch für uns so. Und du kannst die beherrschen. Du sagst, Mama, die Erbse ist runtergefallen. Ach, mein kleiner Schnuckihase. Du bist das Beste. Du denkst, oh, ich bin Gott.
gut. Weißt du, ich habe meine Mutter da auch verarscht. Ich habe ihr das Töpfchen hingestellt, habe da reingekackt, gesagt, das Geschenk für dich. Und sie, boah, das ist aber schön, danke, mein Sohn. Krickel-Krackel-Bilder habe ich da hingelegt. Nee, die hat sich dann an die Küche gegangen. So ein Dreck, was ich da hingerotzt habe, das kannst du dir nicht vorstellen. Das letzte Mal mit 48. Ja, und das hat funktioniert. Da kommt denn dabei raus, wenn du zu nett zu Männern, wenn du einen Mann vergötterst, dann hast du Trump und Wendler in einer Person. Zu Hause. Ja, Männer sind ja so. Guck dir mal Politik an. Man kann sie nicht mehr sehen. Na, ist so, wenn du dich heute hinstellen und sagst, mein Sohn geht in die Politik, meine Tochter geht auf den Strich, dann sagen sie, ach, wenigstens aus dem Mädel ist was geworden. Das ist doch heutzutage so. Deswegen, wir wollen es ändern. Wir schießen da in eine andere Richtung. Wir sind moderne Männer, nicht? Ja, wir sind moderne Männer. Wir schicken die Frauen in die Politik und gehen selber auf den Strich, aber mit Frühstücksbrettchen. In diesem Sinne, schönen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke. Motherfucking Ingo Appelt! Ah, da winkt er noch mal. Da winkt er nochmal, wie bei der Mini-Playback-Show, bevor es in die Kristallkugel geht. Wiedersehen. Unser letzter Gast, auf den freue ich mich auch sehr, weil er macht in etwa das Gleiche wie ich, nämlich bei einer anderen Sendung Nightwash. Schon mal gehört, oder? Sehr schön. Ja, das gibt es dann immer ein Ding, ob er jetzt kommen darf oder nicht. Aber Gott sei Dank haben die Vertragsverhandlungen am Rheinufer um 2:30 in der Nacht zu einer sehr erfolgreichen Schlägerei geführt, wo wir gewonnen haben. Und Gott sei Dank haben wir ihn hier. Gott sei Dank. Gott sei Dank haben wir ihn hier. Wir sind so froh. Wir sind wirklich so froh. Wir sind so froh, dass wir ihn heute haben, weil du kriegst ihn kaum noch, weil er ist so gefragt, er ist so witzig, er ist so gut. Er macht mich aggressiv, wie gut der ist. Fuck! Ja, aber hier ist er für euch, Simon Stäblein. Vielen Dank. Dankeschön. Schönen guten Abend. Ja, ich bin's wirklich. ja. Ich weiß nicht, wovor ich mehr Angst habe gerade, Corona oder vor euch. So mit diesen Masken, das sieht aus wie so eine Mischung aus so einem Horrorfilm. Und so einem richtig schlechten Swingerclub, irgendwie, dass so, dass ihr gleich mit so Kettensägen euch befriedigen würdet. Ich habe ein krankes Gehirn. Ich habe sehr schnell Angst. So habe ich von meiner Mom. Meine Mutter ist super duper ängstlich. Meine Mutter hat immer das Worst-Case-Szenario vor Augen. Wenn ich meine Mutter so anrufe, wir quatschen, sie so, Simon, was machst du heute Abend noch? Ich so, ja, wir gehen in Köln ein bisschen in die Stadt. Und dann sagt sie, pass auf, dass dich keiner köpft. Und ich so, Mutter, ich lebe in Köln, nicht in Paris. Und nur die Leute, die Zeitung lesen, so, oh! Das ist so meine Mutter. Und was ich auch von ihr habe, so, ich bin Messi und ich kann keinen Fußball spielen. So. Also ich horte Müll. Ja, wenn ich ausmiste, misste ich um. So, ich kann nichts wegschmeißen. Und in der Corona-Krise war das Horten ja auch so ein Thema. Das ist ja dieses Hamsterkaufen wegen Angst und alles. Hat jemand von euch einen Hamsterkauf gemacht? Ein klein, irgendwas mehr gekauft als normal. Ja, cool. Siehst du, was denn? Ja, und das finde ich, was hast du gekauft? Alkohol und Klopapier. Ihr zwei. Wenn alle Stricke reißen, komme ich zu euch, okay? Erst besaufen, kacken, abwischen, ciao. Das ist richtig stark. Ja, aber ich finde, diese Leute, die gehamstert haben und es nicht zugeben, die gehen mir richtig auf den Sack. Ich war bei Rewe und da habe ich so eine Frau gesehen, die ist mit so einem vollen Einkaufswagen Nudeln daraus. Ne? Und hat die Kassiererin zu ihr gesagt, das geht so nicht, nur in haushaltsüblichen Mengen. Und sie kennen meinen Haushalt nicht. Und ich so, was ist denn dein Haushalt? Ein Vapiano? Also ich meine, ganz ehrlich, dann stehe auch dazu. Wie gesagt, ich kann das echt gut nachvollziehen und so und ich horte halt auch einfach super gerne. Ich tue mir total schwer, was wegzuschmeißen. Ich hatte die Tage so eine Forelle im Kühlschrank, ne? Eine Räucherforelle, da kommt schon, ja, Forellen kauft man nur, wenn man hungrig einkaufen geht. Das ist so ein Essen, das kaufst du sonst nicht. Du hast nie Bock auf eine Forelle, so. Morgens ist eine Forelle zu fischig,
abends auch und mittags isst du keine Forelle. So, ne? Also so Forellen sind eigentlich echt überflüssig. Jedenfalls hatte ich diese geräucherte Forelle im Kühlschrank und die war abgelaufen. Und bei Forellen ist es so, das hat kein Mindesthaltbarkeitsdatum, sondern die haben ein zu verbrauchen bis Datum. Ja, das ist ein Unterschied. So einen Joghurt kannst du noch 20 Jahre essen. Ne? Aber wenn eine Forelle so um 0.01 Uhr drüber ist, dann ist die tödlich. So, ja? Also zumindest in meinem Kopf. Und deswegen kann ich diese Forelle auf keinen Fall essen. Das heißt, ich wusste, ich werde diese Forelle wegschmeißen. Aber ich habe es nicht getan. Jetzt überlegt euch mal die Tragweite dieser Entscheidung. Irgendein Chinese muss in 10.000 Kilometern Tiefe unter unwürdigen Arbeitsbedingungen Steinkohle graben. Dann wird die 10.000 Kilometer über den Ozean verschifft, um ein klimaschädliches Kraftwerk anzutreiben, das meinen Kühlschrank speist. Nur dass meine Scheißforelle ganz langsam gut gekühlt immer weiter verdirbt. Das ist krass, das ist wirklich krass und das ist, was auf dieser Welt nicht stimmt. So, wir müssen aufhören, Energie in Dinge zu stecken, die um sind. Ja? Also auch da wieder meine Mutter und die Ehe zu meinem Vater, das ist wie die Forelle, das Ding ist abgelaufen. Aber ich muss sagen, ich liebe meine Mutter wirklich. Ich sage euch jetzt eins, wenn man sich das mal anguckt, in der Corona-Krise, die Länder, die Frauen geführt wurden oder werden, sind am besten mit der Krise klargekommen. Ja? Also sprich Deutschland, Neuseeland, Finnland. Wir brauchen mehr Frauen, vor allem in Führungspositionen. Moment, Moment, ich komme noch. Komm um die Ecke. Pam. Ich finde, dass Feminismus manchmal so eine Spur zu weit geht. Mir ist das manchmal zu aggressiv, zu fordernd. Eine Sache, auf die ich auf keinen Fall verzichten möchte, ist im Stehen pinkeln. Ich pinkel unheimlich gern im Stehen. So, ich bin nicht aus der Savanne nach oben gekommen, um mich dann wieder hinzusetzen. So, ja? Also im Stehen, ich meine, wir sind ein reiner Männerhaushalt, bei uns stört das auch keinen, wir kacken sogar im Stehen. Und das, also ich möchte das einfach nicht aufgeben. Ja? Und für mich ist auch übertriebener Feminismus, also ich weiß nicht, guck mal, das hat auch einen Vorteil, im Stehen zu pinkeln. Wenn ich zum Beispiel wild pinkel im Stehen, und die Polizei kommt, renne ich weg. Und ihr fallt um. So, ne? Weil nee, Frau. Frauen sehen in so vielen Dingen einfach so gut aus. Tanzen und Modeln und Eiskunstlauf. Aber wenn ihr da liegt oder sitzt und mit eurem Slip so eine Falle um euer Ding gebunden habt und die Polizei kommt, sieh da und du fällst in deine eigene Pisse und liegst da, sorry Officer, man kann dich gar nicht festnehmen, weil man Mitleid mit dir hat. Moment. Und das sollte gelöst werden durch ein viel zu feministisches Produkt. Und zwar, kennt ihr diese morbiden Kaffeefilter, mit denen man so im Stehen pinkeln soll als Frau? Heißt Urinella, ja? Ich frage mich, was sonst noch im Namenswettbewerb war, Pisana oder Strolina, also ich finde den Produktnamen schon nicht so gut und das finde ich nicht gut, das sieht nicht gut aus. Plus, man will ja auch unauffällig wild pinkeln, ne? Und man muss nach dem Pinkeln ja auch abschütteln. Ja? Ich sage euch eins, mit dem Pimmel ist das einfach. So, du nimmst ihn in die Hand, machst Patsch, Patsch, so, ist weg, ein Tropfen hier, passt. Ja, Moment. Aber wie geht das mit der Scheide? Wie geht, also du willst unauffällig sein. Und dann stehst du hinter dem Busch, kriechst so hoch und machst nochmal irgendwie so eine schlechte, ich kann es mir nicht vorstellen. Es sieht nicht, es ist nicht vorteilhaft. Also wenn euch irgendwann, Mädels, mal jemand so eine Urinella in die Hand drückt, ja, dann denkt an meine Forelle und schmeißt die weg. Vielen, vielen Dank. Das war's von mir. Dankeschön, ihr wart großartig. Simon Stell! Vielen Dank. Ellbogen, zack, Ben, bitteschön. Das war Comedy Central Presents Stand Up 3000. Mit dabei Simon Stäblein. Der wunderbare Benny Stark. Und the legendary Ingo Appelt. Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Meine Gäste.